Warum arbeiten Sie in der Pflegebranche? Ich habe während meines Studiums mussten wir ein Pflegepraktikum machen. 8 Wochen. Und das hat mir aber verdammt gut gefallen. Dieser Umgang mit Menschen, dieser tägliche Umgang mit Menschen. Und diese Kombination mit dem Betriebswirtschaftlichen und dem Sozialen, das hat mir aber von Anfang an sehr gut gefallen. Und ja, so hat sich das dann ergeben. Was ist Ihnen in der täglichen Arbeit wichtig? Ja, mir ist verdammt wichtig der tägliche Umgang mit den Bewohnern. Also man hat ja so die Leute, mit denen man täglich also Kontakt hat. Zum Beispiel bei uns eine Bewohnerin, die liegt immer auf der Couch. Wenn man vorbeigeht, dann bleibt man halt stehen. Die liest immer ihren Bergeroman oder was es ist. Ja. Und dann bleibt man da kurz sitzen, sitzt sich kurz auf die Couch, redet mit der. Und das ist einfach das Schönste für die und auch für einen selber. Wenn man mit denen kurz mal ein paar Minuten quatscht zwischendurch, den ganzen Stress zwischen dem Alltag. Und morgens kommt man hin, dann warten die schon draußen. Der Rauchen hat dann vor unserem Haus. Dann begrüßen wir erstmal die ganzen Bewohner, die freuen sich, wenn man wieder da ist. Fragen danach, Mensch, wie war das Wochenende, wir haben so Fußball gespielt. Und was. Sehen Sie sich mit Vorurteilen gegenüber der Pflegebranche konfrontiert? Ja, es ist schon so, wenn man mal irgendwie jemanden Neues kennenlernt und man sagt, man ist in der Altenpflege tätig, dann kommt schon so, okay, ja, ist halt so. Aber man merkt schon, dass es eher negativ behaftet ist. Aber wenn man dann erzählt, was man eigentlich so macht und sagt, wow, das ist in dem Alter schon, Respekt und wir haben es in das geschafft, also dann freut einen das schon wieder, wenn man.